Großartig. Ja, Kathy Ireland. Natürlich ist sie in Amerika und der ganzen Welt für ihre Schönheit bekannt. Aber jetzt wird sie auch anerkannt, weil sie ein Designimperium leitet, das 1,4 Milliarden Dollar wert ist. Das an Platz 23 der stärksten Marken der Welt steht. Nicht schlecht. Ihre Leidenschaften gelten zuallererst ihrem Mann Greg und ihren drei Kindern, Eric, Lily und Chloe. Sie ist ein Musterbeispiel für beschäftigte Mütter. Deshalb hat Kathy es auf sich genommen, ein Buch zu schreiben, über das sie heute mit mir reden wird. Es heißt Real Solutions for Busy Moms, Your Guide to Success and Sanity. Kommen Sie zu mir, Kathy. Danke, Dr. Schuller. Danke Ihnen, danke. Danke. Wow, was hat Sie inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Waren Sie dabei, den Verstand zu verlieren? Oh, Dr. Schuller, ich verliere ziemlich oft den Verstand. Ich habe viele Probleme und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Alle Mütter sind meine Heldinnen. Es ist heutzutage schwer, Mutter zu sein und ich glaube, es hat kaum eine Zeit gegeben, in der es schwieriger war, Kinder großzuziehen. Was ist heute schwerer daran, Mutter zu sein, als vor 20 Jahren? Wir leben in... Ist es schwerer? Ich glaube schon. Ich finde, wir leben in einer ganz anderen Welt. Denken wir an Belästigung im Internet, Cybergrobiane, Ritzen, Dusting, Schnüffeln, autoerotische Erstickung. Als ich ein Kind war, bedeutete Cutting, dass man die Schule schwänzt. Heute heißt es Selbstverletzung. Wirklich? Ehrlich? Es ist beängstigend und die Kinder werden unablässig mit Informationen bombardiert in dieser 24 Stunden, 7 Tage die Woche Informationsgesellschaft. Manche Eltern fragen mich, warum reden sie darüber? Sie bringen sie nur auf dumme Gedanken. Ich sage, sie bekommen es sowieso mit und wenn sie die Wahrheit nicht von uns hören, hören sie es von Menschen, die nicht ihr Bestes im Sinn haben. Wie schaffen Sie das alles als Autorin und Mutter? An manchen Tagen nicht besonders gut. Es ist hart. Es ist herausfordernd und wirklich eine tägliche Überwindung. Für mich ist es eine Sache der Prioritäten und ich ermutige Mütter herauszufinden, was ihre Werte sind, was ihre Prioritäten sind. Für mich ist es der Glaube, die Familie und dann die Suche nach Lösungen für Familien, besonders für vielbeschäftigte Mütter. Im Buch rede ich über Themen wie die Finanzkrise. Wie sind wir dahin gekommen und wie kommen wir wieder raus? Ob wir ein Geschäft führen, einen gemeinnützigen Verein gründen oder das Haushaltsgeld verwalten, es ist schwer. Dann diese Besitzobsession. Versuchen wir, andere zu beeindrucken? Worum geht es eigentlich? Was vermitteln wir unseren Kindern? Das Thema Sicherheit. Heute geht man als Mutter erstmal in ein Haus und sucht den Raum nach möglichen Gefahren ab. Und Mütter müssen wissen, wie sie sich selbst zuerst schützen können, damit wir für unsere Familie da sein können. Sie haben einen lebendigen Glauben. Können Sie den in Ihrer Familie mit Ihren Kindern ausleben? Ich finde, meine größte Verantwortung als Mutter ist, dass wir unsere Kinder die Wege des Herrn lehren, ihnen beizubringen, mit Jesus zu leben. Lesen Sie als Familie die Bibel? Das tun wir. Und wir bringen die Kinder zu Bett. Das ist meine Lieblingszeit am Tag, wenn ich mit den Kindern lese. Wir lesen die Bibel durch und ich mache das ganz individuell, weil sie unterschiedlich alt sind. Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen. Und Gott hat keine Enkelkinder. Es kommt auf die persönliche Beziehung an. Kinder müssen die Überzeugung spüren und müssen wissen, warum sie glauben, was sie glauben. Und sie müssen sehen, dass sie es ausleben. Kinder sind so schlau und gewitzt. Ich liebe das Vorbild ihrer schönen Familie. Ein schönes und kraftvolles Vorbild. Danke, danke. Wie alt sind Ihre Kinder? Eric ist 15, Lily ist 10 und Chloe ist 6. Wow, 15 und er ist Christ. Ja, er hat sich letzten Herbst taufen lassen. Wirklich? Ja, hat er. Er geht diesen Sommer auf seinen 4. Missionseinsatz. Wunderbar. Und Gott ist so groß. Wunderbar, wunderbar. Gott ist so gut. Ich meine, ich erlebe Herausforderungen und habe zu kämpfen wie jede andere Familie auch. Aber ich bin so dankbar für Gottes Gnade.
Als ich gerade dieses Buch schrieb, kam mein Mann fast ums Leben. Neben seinem Beruf als Notarzt ist er auch kommerzieller Fischer. Ich bekam einen Anruf von der Küstenwache, dass er einen Notruf abgesetzt hatte. Es ist Gottes Gnade, dass er gerettet wurde. Sie fanden ihn im Rumpf seines Bootes. Er lag im Koma. Die Ärzte sagten, 20 Minuten später wäre er an Unterkühlung gestorben. Und ich bin dankbar für all die Menschen überall auf der Welt, die für ihn gebetet haben. Und es war wirklich ein Wunder, dass er überlebt hat. War er alleine im Boot? Ja, er war alleine im Boot. Jetzt gibt es eine neue Regel. Er muss einen Helfer an Bord haben. Ja. Man macht nicht denselben Fehler zweimal. Und wir sind wirklich dankbar für Gottes Gnade, aber nochmal machen wir das nicht. War er ohnmächtig? Ja, er war ohnmächtig. Wie konnte er da einen Notruf absetzen? Das ist ein Wunder. Er kann sich an nichts von diesem Tag erinnern wegen der Unterkühlung. Das Einzige, was er noch weiß, ist, dass er auf sein Funkgerät gestarrt hat und es auf Kanal 14 eingestellt war. Er musste ihn auf Kanal 16 umstellen. Er wusste nicht, wie er das schaffen sollte. Dabei ist er wirklich ein Pfadfinder. Er hat jede erdenkliche Sicherheitseinrichtung an Bord. Aber das war wirklich die Gnade Gottes. Sein Boot und seine Fischereifirma heißt The Fourth Watch, die vierte Wache. Das steht in Gottes Wort. Die vierte Wache ist die Zeit vor der Dämmerung, wo es am dunkelsten ist. Als die Jünger draußen auf dem Boot waren im Sturm, kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen gelaufen. So ist es auch bei uns. Wenn wir in den Stürmen des Lebens stehen, läuft Jesus durch unseren Sturm. Als er die Hand von Petrus griff, als Petrus anfing zu sinken, da hat er nicht den Sturm gestillt. Er hat den Sturm nicht weggeschickt, aber er hat Petrus' Hand ergriffen und ist mit ihm zum Boot direkt vor ihnen gegangen. Dafür bin ich so dankbar. Ohne meinen Retter durch die Stürme des Lebens zu gehen, wäre für mich ein völliges Desaster. Ich schätze, das würden wir alle sagen. Kathy, wenn jemand hier ist, der Jesus noch nicht kennt, wie könnte er ihn kennenlernen? Nehmen Sie sein Wort. Wenn Sie eines lesen sollten, dann das Wort Gottes. Es bleibt in Ihnen, es ist göttlich eingehaucht und es ist nicht kompliziert. Und verbringen Sie Zeit mit ihm. Knüpfen Sie eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich bin so dankbar. Ich habe so viele Fehler gemacht und mache sie immer noch. Und er vergibt mir alles. Seine Liebe ist bedingungslos. Er kennt alle meine schrägen Seiten und liebt mich dennoch. Und das hat Kraft. Das ist nichts, was ich machen kann. Ich kann es mir nicht verdienen. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und schätzt uns. Daher kommt meine Zuversicht. Das gibt mir Hoffnung. Gut. Er ist alles. Großartig. Real Solutions for Busy Moms. Dieses Buch ist heute in unserem Buchladen erhältlich und auch in den Buchläden überall in Amerika. Wo auch immer Sie uns hören, gehen Sie in den Buchladen oder schreiben Sie uns und holen Sie sich ein Exemplar von Real Solutions for Busy Moms. In dem Buch, das ich hier habe, fehlt noch eines und ich möchte es gerne haben. Das ist Ihr Autogramm. Bitte signieren Sie es und geben Sie es mir wieder. Das mache ich gerne. Kathy, wir lieben Sie. Gott segne Sie, danke. Danke.